Leute, was geht ab? Fetzige News. Enes Alavid wird am 17.12. in Darmstadt um die IBO Junioren-Weltmeisterschaft boxen. Und meines Erachtens nach, nicht weil es mein Schützling ist, hat er es mehr als nur verdient. Er hat sich von Kampf zu Kampf gesteigert, hat sich von Anfang an auch wirklich sehr guten Gegnern gestellt und wird belohnt zum Ende des Jahres, um die Junioren-Weltmeisterschaft zu boxen. Ich persönlich freue mich sehr. Enes, wie ist die Vorfreude bei dir? Ich freue mich auch, mega natürlich. Das wird auf jeden Fall ein großer Kampf. Der erste große Kampf, also der bis jetzt... Habibi, guck doch in die Kamera, ja? Was guckst du da oben? Der erste große Herausforderung meiner Karriere. Und Training läuft sehr gut. 5 Wochen haben wir noch und die nutzen wir auf jeden Fall. So Leute, auf dem Plan steht heute Pratzen und Sonntagarbeit, ja? Jetzt geht's los mit Warm-up. So Enes, das ist dein 11. Profikampf. Wie fühlt sich das an, so jetzt schon um die Junioren-Weltmeisterschaft zu kämpfen? Ja, es fühlt sich sehr gut an. Also ich habe ungefähr 1 Jahr 10 Kämpfe gemacht. Das wird mein 11. Kampf sein. Und die Vorfreude ist sehr groß. Ich bin sehr stolz darauf, diese Chance zu bekommen. Und die werden wir natürlich nutzen. Ilias, du bist immer dabei bei den Einheiten. Ist Enes ehrgeizig? Wer den Titel nach Köln holt. Ich bin von Enes überzeugt, der macht es easy money. Er ist immer im Training, gibt immer alles im Training. Easy. Mein Assistent Barut, angefangen bei mir als Athlet. Machst du mich nach oder was? So, seid ihr warm? Los geht's, Knie-Schulter. Knie-Schulter berühren. Here we go. Los geht's, komm. Okay, Time. Schattenboxen. Wollen wir mit Uhr einstellen, direkt Schattenboxen. Los geht's. Jawohl, hopp, Doppeldeckung. Jawohl, okay, bandagiert euch. Locker sein. Jawohl. Früher. Ja, sehr schön. Ja. Jawohl. Jawohl, zieh nicht zurück, Mann. Zieh nicht zurück. Aha, sehr schön. Linke Haken, rechte gerade. Jawohl, nochmal. Jawohl. Jawohl. Hüfte raus. Ilias, die Eisenfaust Kalouche wird dieses Jahr nicht mehr in den Ring steigen, allerdings im ersten Quartal des nächsten Jahres. Jetzt haben wir Zeit, ein paar Defizite zu verbessern, um natürlich uns auch weiterzuentwickeln. So eine Wettkampfpause heißt nicht Stillstand, sondern im Gegenteil. Da kommt eigentlich der größte Entwicklungsprozess, weil man da sehr explizit auf Dinge eingehen kann. Jawohl, ganz locker, Kopf gerade lassen. Jawohl. Ja. Treffen erst unten. Ja. Direkt rechts. Jawohl. Jeff. Hopp. Jawohl, locker. Schön von unten. Jeff. So Leute, nach der Sandsack- und Pratzenarbeit wird jetzt 15 Minuten Seil gesprungen. Anschließend wird noch was für den Wanz gemacht und dann haben die Jungs auch Feierabend, denn das ist die zweite Session. Ja, die Jungs haben heute Vormittag schon eine ordentliche Session gehabt. Dann passt das, denke ich schon.
Rudi, wie geht's dir? Die Jungs hier am Quälen ein bisschen. Ja, wenn die zwei Einheiten machen, weißt du, dann zieh ich wegen Regeneration ein bisschen in die Länge, weißt du? Langsam, dass sie nicht ins Wippen kommt. Stopp, synchron. Langsam, führen. Führen die Beine, Gefühl für den Körper kriegen, ja? Jawohl, drei. Auf jeden Fall versprechen wir euch ein Feuerwerk am 17.12. Wir werden topfit in den Ring gehen, wir werden unser Bestes geben. Und derjenige, der sein Bestes gibt, der wird meistens belohnt. Leute, supportet uns, wir freuen uns, vielen Dank. Video kommentieren, teilen und das ganze Gedöns, Leute. Ja, beste Grüße aus dem Sturmgym hier in Köln.